Herzlich willkommen zu Autospielen. Heute zum ersten Mal so richtig aus dem wunderschönen Auto-Motorsport-Versicherheitszentrum direkt am Nürburgring, wo wir heute diesen ganzen tollen Spielplatz komplett für uns alleine haben. Das sind schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und jetzt fragt ihr euch, was macht ihr denn die ganze Zeit hier? Und das will ich euch gerne sagen, der Marvin, der steht da vorne, hat uns nämlich ein absolutes Höllengerät mitgebracht. Ein super, super, super fettes Rennkart, mit dem ich mich heute hier ein bisschen ausprobieren darf. Aber was das jetzt genau ist, das erklärt uns der Marvin jetzt erstmal in Ruhe. Hallo Marvin. Hallo David. Hallo Izzy. Hi. Die beiden haben mir dieses Wahnsinnsteil mitgebracht. Marvin, was ist das für ein Teil? Ich will alles wissen. Ja, wir sprechen hier von einem Getriebekart der Klasse KZ2. Das ist die offizielle Bezeichnung für Getriebekartklassen. Okay. Das Chassis ist von der Marke Topkart. Ist ein renommierter italienischer Hersteller, okay, wie die meisten Karts eigentlich. Okay, das vieles kommt aus Italien, mhm, im Kartsport. Haben einen Yame X30 Shifter. Das ist ein wassergekühlter 125 Kubik Zweitakter. Ganz klassisch über 6 Gänge sequenziell geschaltet per Hebel. Von der Leistung sprechen wir von ca. 42 PS. Ja, das wird so bei, gut, ey. Bei rund elektronisch abgeriegelt 14.500 Umdrehungen. 14,5? 14.500, ja, ganz genau. Boah, ey, zwei Takter sind einfach so gut. Ist sogar, ne? Wenn du früher zu 100 Kubikzeiten im Kart, hat man sogar von knapp über 20.000 Umdrehungen gesprochen. Also, die drehen das wirklich. Ist einfach abartig, ne? Die drehen wirklich sozusagen bis ins Delirium. Ja, ja. Ganz genau. Ja, schön ausgedrückt. Ja. Was bedeutet das leistungsgewichtmäßig? Ja, also gut, wir haben hier ein fahrfertiges Gewicht von, inklusive der Batterie, die wir vorne verbaut, ja, haben. Ich sage jetzt mal ungefähr halb voll im Tank und Kühlwasser an Bord, haben wir ca. 110 Kilo Fahrzeuggewicht. Ne? Na gut, das ergibt schon ein ganz, ganz ansprechendes Leistungsgewicht. Das denke ich auch, ja. Okay, ich sehe vorne Scheibenbremsen und hinten Scheibenbremsen. Ganz das genau. Ist schon mal ein großer Unterschied zu den Leica's. Ganz genau, ja. Ja, wir fahren hier eine 4-Kolben-Festsattel auf der Vorder- und auf der Hinterachse, mhm, mit einem 16 cm Scheibendurchmesser auf der Vorderachse und ca. 20,5 cm auf der Hinterachse. Mhm. Vom Bremsdruck verhält sich das so, den wir auch hier einstellen können. Genau, da kannst du die Balance verstellen. Die Bremsbalance, ne, kannst du während der Fahrt einstellen, ganz genau. Dass du in der Regel mehr Bremskraft auf der Hinterachse fährst. Mhm. Der Hintergrund ist einfach, dass du, wenn du mehr Bremsdruck auf der Vorderachse fahren würdest, die Vorderachse überbremsen, mhm, würdest, quasi, du hättest stehende Vorderräder aufgrund des geringen Gewichts vorne. Mhm. Und natürlich hast du das auch, dass du auf den, also vielen Bahnen natürlich je nach Kurvenlage in die Kurve fast schon quer reinbremst. Ja. Das ist eigentlich der Hintergrund der, okay, Bremsverteilung. Alles klar. Also du kannst rechnen, wenn du jetzt, wenn alles stimmt, Reifen warm sind und Bremse auf Temperatur ist, dass du einen Bremsweg von 100 auf 0 in circa um die 20 Meter bewältigst. Ne? Okay. Okay, das ist wenig. Das ist sehr wenig, ja, ja. So, aber von 100 auf 0, was ist denn andersrum von 0 auf 100? Also man kann schon sagen, dass die Jungs, die heutzutage in der DKM, in der Deutschen Kartmeisterschaft, unterwegs sind, in der Getriebeklasse KZ2, die starten auch stehend, wie quasi du aus der Formel 1 kennst. Die Jungs schaffen tatsächlich in unter 3 Sekunden auf 100 zu starten. Ja. Das ist 901 Turbo-Territorium. Ja, ne? Das ist schon nicht so schlecht. Das kann man so sagen. Ja. Das war sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja. Ganz genau, ja. Das heißt, du machst das auch als Hobby sozusagen? Das, ne, ist bei mir schon immer Hobby gewesen, weil relativ schnell klar war, dass ich zu groß und zu schwer für, okay, irgendwelche Profikarrieren bin. Okay. Ich bin weder zu groß noch zu schwer gewesen, aber zu untalentiert. Okay. Aber wenn man das erstmal einsieht, dann wird vieles einfacher und vieles entspannter. Dann das stimmt für euch. Viel Druck. Das stimmt. So, du hast gesagt, wassergekühlt ist er. Ne? Deswegen, ganz genau, sehen wir auch hier direkt diesen Wasserkühler mit so einer Jalousie. Ja, wir haben hier ein Kuchenblech als Wasserkühler, wenn du es so willst, mhm, wo wir quasi mit dem Relot während der Fahrt unsere Wassertemperatur regeln können, weil die wird uns hier auf dem Dashboard angezeigt. Okay. Die optimale Wassertemperatur beträgt ungefähr zwischen 50 und 60 Grad. Mhm. Und damit kannst du dann quasi einfach während der Fahrt die Wassertemperatur regeln. Ja. Und das ist, denke ich mal, die einfachste und unkomplizierteste Variante. Hier, wo jetzt Stop steht, wird uns die aktuelle Rundenzeit angezeigt. Ja.
Dann hier oben rechts kann man dann die Drehzahl ablesen. Ja. Hier 20, das ist halt die aktuelle Wassertemperatur. Okay. Ja. Und halt Rundenzeitendifferenzen und so die Basics, die du quasi, die wichtigsten Sachen, die du brauchst, wird dir auf dem Dashboard angezeigt. Okay. Ne? Das heißt, ich muss ab und zu auch mal ein bisschen drauflinsen. Man sollte ab und zu schon mal mit dem Auge drauf gucken, was, also drehzahltechnisch beim Schalten, wenn du natürlich geübt bist, hörst du es natürlich und hast es im Gefühl. Aber haben wir hier oben halt nochmal eine LED-Anzeige, die quasi erst einen gelben, dann einen grünen und dann zum Schluss halt den roten Bereich anzeigt. Alles klar. Quasi als Schaltblitz oder Schaltlicht. Alles klar. Und wenn du alles ignorierst, dann zeigst du auch gleich mal Bestellnummern für neue Teile im Motor an. Im schlimmsten Fall leider ja. Ja, die Besonderheit bei dem Motor im Gegensatz zu anderen Getriebe-Schaltkartmotoren ist, dass wir hier einen E-Starter an Bord haben. Mm. Ja. Das ist gut. Ist natürlich quasi direkt für den Hobbybereich ideal, weil du musst es nicht anschieben. Ja. Die Besonderheit bei dem Motor speziell ist sogar, dass es der weltweit erstverkaufte Yamaha X30 Shifter-Motor ist. Also genau der hier. Genau jetzt, der ist der weltweit erste verkaufte Shifter-Motor. Ja, natürlich viel Druck, dann darf ich nichts kaputt machen heute. Ne? Ganz genau. Auch wenn so ein Kart jetzt kein Fahrwerk, so klassisch wie in einem PKW hat, kein Dämpfer, keine Feder, so, arbeitet man trotzdem mit einem Setup auch an einem Kart. Du hast natürlich ein Setup. Also auch fahrwerktechnisch. Natürlich. Du hast zum einen kannst du natürlich auf der Vorder- und auf der Hinterachse die Spurweite einstellen. Mhm. Ja, wo wir, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, offizielle Rennen fahren, eine maximale Spurweite von 1,40 Meter auf der Hinterachse fahren darfst. Des Weiteren gibt es sogar tatsächlich unterschiedliche Härtegrade bei den Achsen. Ah, okay. Also wir haben hier verschiedene Achsvarianten, die wir fahren können. Im übertriebenen Sinne musst du es eigentlich quasi so sehen, dass sie sich ein bisschen biegen können, die Achsen. Und das ist der Hintergrund dieser Härtegrade. Okay. Und natürlich des Weiteren der Reifendruck. Also wir fahren hier, je nach Streckenzustand, Grip und Temperatur, kannst du eigentlich sagen, dass du so um die 0,6, 0,5 Bar Reifendruck fährst. Okay, das ist echt nicht viel. Deswegen haben wir auch, wenn du siehst, in der Felge die Schrauben. Stimmt. Die Schrauben sind dafür da, dass die haben quasi die Aufgabe, den Reifen auf der Felge zu halten. Und damit er da nicht runterploppt. Wie gesagt, je nach Kurve bei bis zu 2G-Querbeschleunigung die Aufgabe halt, den Reifen auf der Felge zu halten. Okay, das werde ich dann gleich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ganz genau. Ne? Gekuppelt wird hier, geschaltet wird hier, ganz schätze genau. Ich mal. Ne? Die Kupplung ist wie quasi beim, ich sage jetzt einfach mal herkömmlich, sequenziell geschalteten Renaulto, dass du die nur zum Anfahren brauchst. Mhm, ja? Und alles andere hochschalten machst du nur mit einem kurzen Gaslupfer. Okay. Und runterschalten dann, ist, ne? Ja genau, ziehen und runterschalten ist dann quasi nur durchdrücken ohne irgendwas. Puck, puck, puck. Alles klar. So, jetzt letzte Frage. Wenn ich heute komplett süchtig nach so einem Teil werde, was muss ich sparen, damit ich mir so ein Ding leisten kann? Also wenn du dir quasi ein Neufahrzeug zulegen möchtest, musst du schon je nach Ausstattung vom Dashboard oder anderer Bauteile schon einen fünfstelligen Betrag hinlegen, also sprich um bis knapp über 10.000 Euro. Ja, und wenn du natürlich... Das tut sehr weh. Und wenn du natürlich als Hobbypilot, wie ich damals, anfangen möchtest, legst du für so ein Kart, wie es hier steht, wie gesagt, je nach Ausstattung, halt auch zwischen, in einem guten technischen Zustand, zwischen 3.000 und 3.500 Euro. Alles klar. Und die laufenden Kosten, wie sind die? Also muss ich das ultra teuer Reifen und Motorrevision, so ein Zweitakt, da brauche ich ja an. Du hast, ja Revision. Klar, du hast natürlich, also im Hobbybereich geht das alles noch ein bisschen. Ja, du hast bei einem Motor, den du im Hobbybereich bewegst, hast du circa einen Revisionsintervall von 10 Stunden. Ja. Da wechselst du eigentlich in erster Linie den Kolben und überprüfst aber eigentlich auch die Pleuellager. Ja. Und wenn die eigentlich in Ordnung sind, dann wechselst du halt nur den Kolben. Okay. Da liegst du preislich vielleicht knapp unter oder um die 100 Euro für einen Kolben. Okay, okay, okay. Reifentechnisch bist du da eigentlich auch noch im Rahmen, wenn du überlegst, dass du je nach Hersteller oder Reifenmischung für einen Satz 250 bis 300 Euro bezahlst. Gut, der Motorsport geht überall zurück. Das ist nicht nur im Autobereich so, das ist auch leider im Kartbereich so. Dass immer mehr Bahnen verschwinden. Aber wir haben natürlich noch die Möglichkeit hier in Kerpen-Mahnheim, dass quasi Schumis Bahn, sage ich jetzt mal, das ist so die nächste Bahn hier im Umkreis, würde ich sagen, wo man hinfahren kann.
Da hast du vielleicht eine Tagespauschale von, ich sag jetzt einfach mal, 40 bis 45 Euro, okay, die du quasi den Tag bezahlst und kannst dann in verschiedenen Turns kannst du dann quasi den ganzen Tag fahren. Cool, alles klar. Ich freue mich mega darauf, ja, dieses Ding gleich zu bewegen. Aber bevor ich das mache, du bist schon hier in deiner besten Sonntagskluft und genau, du hast mir aber geraten, dass ich mich dafür auch so ähnlich anziehe. Ja, ja, ne? Das wäre schon gut. Deswegen werde ich mich jetzt mal eben auch in Schale schmeißen. Dann sehe ich deutlich wichtiger und professioneller aus, als ich eigentlich bin. Aber spätestens mein Helm macht dann wieder klar, ja, ganz so weit ist es mit uns doch noch nicht. Der kostet nämlich ungefähr 5 Euro. So, alles klar. Dann zieh ich mich jetzt mal um und freue mich. Ja, und du super machst hier die letzten Pre-Flight-Checks. Ganz genau so sieht's aus. Perfekt. Bis gleich. Alles klar damit. Wird's ernst. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal sehen, was ich alles nicht kann. Das Erste, was dir auffällt, ist? Also das, was mir beim Gucken leider als erstes auffällt, ist, dass ich den Ton komplett verkackt habe. Mir wurde vor dem Dreh extra noch gesagt, David, pack das Mikrofon hier oben in den Helm. Und ich habe das natürlich gekonnt missachtet und mir das Mikrofon im Eifer des Gefechts direkt vor den Mund geklebt. Es musste also übersteuern. Genau das ist der Fall. Wir haben versucht, das Gröbste in der Nachbearbeitung rauszuholen, aber ein bisschen Ohrenkrebsgefahr besteht immer noch. Es tut uns leid, wir geloben wie immer Besserung. Das nächste Mal denke ich dran. Und wir hoffen, ihr könnt das Video trotzdem ein bisschen genießen und tragt es mit Fassung. So, und wenn nicht, werden wir das in den Kommentaren bestimmt merken. So, aber jetzt zurück zum Video. Was ist mir denn beim Kart als erstes aufgefallen? Dass die Vibration so viel heftiger ist oder so viel heftiger sind als in jedem anderen Kart, was ich jemals gefahren bin. Das ist so heftig, dass hier die Füße kribbeln, das ist nicht normal. Das ist wie auf einer Rüttelplatte. Marvin hat gesagt, bis 9000 ist gar nichts und das kann ich genauso unterschreiben. Und dann auf einmal überschreitet man eine Drehzahlschwelle. Und dann kann man wirklich nur sagen, VTEC just kicked in, ja. Nix, nix, nix und jetzt ist alles. Boah, das ist echt schnell. Das ist echt schnell. Die Beschleunigung ist wirklich krass. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, in so einem kleinen Ding so nach vorne geschoben zu werden. Aus 125 Kubik, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wie gesagt, untenrum ist echt aber nichts. Nichts, nichts. Da fühlt er sich so an, als wenn er kurz vorm Absterben ist. Das ist man natürlich auch nicht gewohnt aus diesen Viertakt-Karts, die man normalerweise so als Leihkarts fährt. Und dann auf einmal. Fängt ein bisschen an zu tropfen, aber ich denke, solange das Wasser irgendwo steht und die Reifen halbwegs auf Temperatur sind, ist das okay. Aber wenn du die Reifen ein bisschen auf Temperatur hast, was ja so langsam der Fall ist, dann gibt dir das Teil so viel Vertrauen. Das ist echt brutal, wie viel Hoffnung das Ding dann hat, obwohl es nur vier so kleine Kontaktflächen mit der Straße hat. Du kannst echt gut verzögern. Du merkst natürlich jetzt, dass es ein bisschen rutschiger wird. Aber du kannst wirklich, wirklich gut verzögern. Das Kart oder überhaupt jedes Kart, aber vor allen Dingen dieses mit so viel Leistung, zeigt dir so direkt,
was du fahrerisch drauf hast und vor allen Dingen mir, was ich fahrerisch eben nicht drauf habe. Ich bremse die ganze Zeit einfach noch viel zu lasch und viel zu früh. Die Bremse hat richtig Biss. Oh, und diese 42 PS machen was mit dir. Das ist einfach was ganz Besonderes. Auch wenn ich immer noch Probleme damit habe, den Motor irgendwie auf Drehzahl zu halten in den Kurven. Und da fehlt mir einfach noch das Gefühl für den richtigen Gang. Aber das Ding ist eine Reizüberflutung generell. Du musst dich erstmal an so vieles gewöhnen, an die Vibration, an den Klang, an dieses super direkte Fahrverhalten. Das Ding bestraft wirklich jeden Fehler so brutal. Aber wie das Ding verzögert und wie das Ding einlenkt, ist schon einfach eine absolute Pracht. Du kannst diese Direktheit mit nichts, was vier Räder ansonsten halt vergleichen. Das ist, da würde jeder Vergleich auch wirklich komplett daneben greifen. Weil das ist, als wenn du ein Skalpell mit einem Buttermesser vergleichst. Und die sieht wahrscheinlich immer noch mega langsam aus von außen, was ich hier mache. Aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich wirklich nicht so an. Du lenkst das Ding mit dem Lenkrad und genauso mit dem Gasfuß. Dadurch, dass es ja eine starre Hinterachse ist, aber es ist transparent dabei, also es erschreckt dich nicht. Und das Gegenlenken ist ja auch so direkt und so schnell praktisch, dass du dich das auch komplett traust, das Limit da praktisch auszuloten. Auch hier jetzt, das geht alles. Es fordert dir alles ab, ihr merkt, ich rede irgendwie drei Viertel Quatsch. Gut, das mache ich immer, aber hier ist es nochmal erschreckender. Aber es macht so viel Spaß. Das mit dem Schalten geht auch Runde für Runde besser. Du musst halt einfach nur einmal kurz lupfen. Ja, du merkst hier unten schon, dass es rutschiger wird. Und dann ist es natürlich auch wieder im Drehzahlkeller. Also es ist so wichtig, dass du das Ding bei Drehzahl hältst. Und dann ist das nutzbare Drehzahlband aber auch so klein, dass du wirklich permanent am Schalten bist. Das Wetter scheint sich gerade halbwegs zu halten. Da merkst du es untersteuern. Das ist einfach Next Level Shit. Das fährt wie nichts, was ich jemals gefahren bin, wirklich. Ja, oh, ja. Okay, alles klar. Jetzt ist ein bisschen feuchter hier und dann merkst du es direkt. Hier ist gar kein Grip mehr, okay? Und hier untersteuert das Ding auch, wie Sau. Oh, ja, okay. Ich denke, jetzt wird langsam mal Zeit. Der Regen wird doller. So, es regnet in Strömen. Und Marvin hat mich aus dem Kahn rausgezogen. Das muss er aber auch, weil es so cool ist. Ah, so, ja, mit dem Wetter hatten wir nicht Glück, aber mit dem Kart dafür umso mehr. Ey, es ist einfach kranker Scheiß. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, also für die paar Minuten, in denen ich gefahren bin, war es absolut mega. Großes Vertrauen. Ja, wirklich. Vielen, vielen Dank. Also das weiß ich noch sehr zu schätzen. Und vielen, vielen Dank nochmal an das Versicherungszentrum. Das hat uns zwar nicht mit tollem Wetter heute gesegnet, aber mit einer wunderbaren Strecke und einem tollen Gelände. Und falls ihr vielleicht sagt, ich würde dann auch gerne mal hier ein bisschen ausprobieren, mein Auto ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht auch bevor ihr das erste Mal auf die Nordschleife geht, dann guckt doch mal auf der Internetseite vom FSZM, also vom FSZ Automotorsportversicherungszentrum auf Nürburgring, das ist der ganze Name. Und
Jetzt höre ich auf zu labern und wir trinken jetzt eine Cola. Alles klar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich mit besserem Wetter. Ciao.